Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Minecraft-Fakten. Heute habe ich mir Sachen von euch rausgesucht, die ich euch sofort vorstellen werde. Und ja, heute muss ich mal eben so einen Channel hier machen, weil ich mir ein Spiel kam und ja. Wenn ihr weitere gute Ideen habt für Minecraft-Fakten, dann schreibt es mir einfach für N hier auf YouTube. Und wenn Fakt richtig und noch gut ist, dann wird er mir das Video eingeblendet mit Namen. Und ja, schreibt mir nach dem Video in die Kommentare, wie viele Fakten ihr schon wusstet. Und würde ich sagen, kann es auch schon direkt losgehen mit der heutigen Folge. Der erste Fakt ist von mir und zwar geht es mal um den Nether. Und zwar kann man ja in den Grafikoptionen die Sichtweite verstellen. Aber das funktioniert nicht im Nether. Und zwar, wenn ich zum Beispiel jetzt auf 16 habe, wie im Standardmäßig, dann sehen wir jetzt so viel, ne? Also da hinten sieht man zum Beispiel nichts so richtig. Jetzt stelle ich auf 32 und wir sehen da hinten immer noch nichts richtig. Es wird irgendwie nur heller gemacht. Seht ihr das? So, wenn ich jetzt aber hier rumschalte, auf 16 wieder, dann wird es einfach nur abgedunkelt und mehr nicht, also wir sehen nicht weniger als wir mal, also man sieht nicht mehr bei den 32 Chunks als bei 16, wir sind einfach nur aufgehellt und ja, finde ich ein bisschen komisch, warum das so funktioniert. Ich kann es leider nicht so gut hier in der Welt zeigen, deswegen hier so ein ziemlich zugebauten Nether hier mit ganz viel Netherrack und ich will mal gerne zu Hause, also bei euch selber mal austesten. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir auch schon direkt weiter zum nächsten Fakt. Die zweite Sache ist von Extremely Minecraft beschreiben. Da bin ich mit Random Speed auf 0, weil ich sie vorher trotzdem aus. Und den Fakt fand ich ziemlich interessant. Und zwar, wenn ich kurz mal hier so ein 3x3 oder sowas mache und dann jetzt hier Game Rule Ender auf Random Speed 0 und jetzt hier Feuer mache, dann werdet ihr folgendes feststellen. Ihr seht schon, das breitet sich einfach mal aus. Ich frage mich nicht warum, wenn sich das ausbreitet, seht, das breitet einfach aus, obwohl die Random Speed auf 0 ist, also eigentlich tut das nicht funktionieren. Weil auf 0 ist eigentlich alles eingefroren, aber anscheinend beim Feuer nicht. Das Feuer tritt alles weiter ab und bei 3 ja sowieso, ne? Ein bisschen komisch und ja. Cooler Fakt, weiter geht's. Die nächste Sache ist von Michael Beckett Creeper, der schreibt, Sonic beendet das Spawnen durch Spawn. Und auch dieser Fakt ist korrekt, und zwar, wenn ich das mal hier so einen Spawner mal hinsetze, mit einem Zombie drin, wie sie schaltet, da werdet ihr sehen, dass da einfach nichts spawnen wird. Kein Zombie wird spawnen. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt einfach zubaue, so in einem dunklen Raum, dann würde das jetzt funktionieren. Ja. Aber, wenn man jetzt Sonnenlicht hat, dann funktioniert das Ganze nicht. Weil irgendwie wird das dann durch das Sonnenlicht trotzdem irgendwie sein, dass es deaktiviert wird und jetzt ist es ganz dunkel, ich fliege kurz ein bisschen weg und ihr werdet gleich sehen, dass da ein Zombie gespawnt ist. Jetzt schon einer gespawnt, mal sehen. Ja, da seht ihr, dass ein Zombie auf jeden Fall gespawnt, aber wenn ich jetzt hier abbaue, das ganze Dings hier, dann wird hier auch kein Zombie mehr spawnen, weil das Sonnenlicht sieht als Fackel oder so einfach viel zu hell und ja, also Sonnenlicht verhindert das Spawnen von Mobs. Weiter geht's. Und die letzten beiden Fakten vor der Sendung, jetzt sind wir ganz eben gegen 7 und schreibt als erstes, Aquaslamp können echt schnell Lava hochschwemmen und zweitens, stellt man sich auf einer Schalkerbox und trägt über seinen Block und wenn man die Kiste dann öffnet, dann ist man in der Box. Und diese beiden Fakten fand ich wirklich gut. Zwar, wir können jetzt also mal Aquaslamp einfach mal nehmen und jetzt einfach hier spawnen, damit wir sehen, was da vorbeispringt. Nee, so nicht. Bisschen so, so, und ihr seht, Junge. Wenn sie nicht alle abstürzen würden. bei meinem Großen. Naja, ihr seht aber, das geht aber extrem viel schneller als beim neuen Spieler, ne? Ich denke, da muss ich nicht so sagen jetzt. Das ist eindeutig, ne? Das neue Spieler. Aber die macht was Slime, sie macht uns richtig rasend schnell. Und als letzte Fakt für heute, wenn ich aber so einen Schalkerbox hier mache und jetzt ein bisschen hochdecke, so, wie ich hier drüber so einen Block mache. Hier drauf stelle, dass der Block direkt über mir ist, jetzt aufmache, dann glitsche ich einfach mal in die Schalkerbox rein. Ich hätte gerne von Screenshot von gemacht, aber mit wird direkt wieder rausgeportet. War trotzdem eine ganz coole Sache und man fliegt einfach da in die Schalkerbox rein und ich hätte gerne Thumbnail von gehabt, aber muss ich mal was anderes suchen. Naja, auf jeden Fall wäre es gewesen von der heutigen Folge der Minecraft-Fakten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Wurde nicht vergessen. Und tschüss.